Frenkel Fortset. Heute. Let's Play Euro Truck Simulator 2. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wir haben heute noch Weihnachten, also frohe Ostern wünsche ich. Der Tag, an dem ich aufnehme, ist allerdings der Weltuntergangstag, deswegen weiß ich nicht, ob dieses Video noch gesendet wird. Und ich habe heute einen neuen Gast an Bord, und zwar ist es der Marv mit seinem Kanal Marv Zockt. Sag mal Hallo Marv. Hallo Marv. Ja, da ist er ja, wunderbar. Genau. Ich habe mit Marv ja schon mal zusammen rumgespielt, eine Zeit lang DayZ gemacht. Und daher kenne ich ihn und der ist schon ein bisschen länger dabei bei YouTube als ich. Und deswegen dachte ich mir, der kann bestimmt was erzählen, was meine Zuschauer interessiert. Falls es dich interessiert, ich bin gerade auf dem Weg nach Straßburg. Okay. Was wichtig ist zu wissen, wenn ich dich plötzlich anbrülle, du blöder Pisser, dann ja. Bist du in erster Linie nicht gemeint, sondern dann ist es wieder irgendein Idiot, der mir die Vorfahrt genommen hat. Bist du sicher? Das passiert hin und wieder bei diesem Spiel. Das Problem ist nämlich, du bist immer schuld. Selbst wenn dir einer hinten drauf fährt, musst du zahlen. So, das nur zur Info, damit wir da nicht uns irgendwie, ja, gegenseitig verärgern, ne? Ist klar. Ach so, das ist ja natürlich nett, dass du mich vorwarnst. Genau, so ist das so. Und jetzt, ich gucke nochmal kurz auf die Weltkarte, damit ich weiß, wie weit ich noch weg bin. Oh, ist gar nicht mehr so weit. Schwierig wird es dann, wenn ich in die Stadt komme und dann auch meine Fracht abliefern muss, dann kann ich mich nicht mehr so konzentrieren auf dich, dann musst du dich irgendwie still beschäftigen. Aber das kriegen wir schon. Straßburg. Ja, Straßburg. Ich wollte ein bisschen wieder in die Nähe von Deutschland fahren, weil ich zuletzt ständig nur in England unterwegs war und der Linksverkehr, der macht mich völlig kirre. Und deswegen bin ich jetzt mal eine Tour nach Straßburg gefahren, weil das die... Und von wo aus startest du? Ich bin gestartet, Moment mal, wo bin ich denn diesmal gestartet? Da muss ich gerade... Mein Gedächtnis ist ja so schlecht. Moment. Ich denke Liverpool, oder? Nee, London. London, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Moment, ich weiß, wo ich nachschauen kann. Ja, London. London-Straßburg. Das ist eine relativ... Du bist ja gut 8 Stunden unterwegs, ne? Naja, das ist zum Glück nicht ganz Echtzeit, ja. Aber es ist schon ziemlich lang. Wobei das hier jetzt eine mittlere Tour ist. Also ich habe schon längere gehabt, ja. Und da fährst du dann halt in Echtzeit mal locker, keine Ahnung, 1,5 Stunden. Und deswegen überbrücke ich das ja immer so mit Talks. Mit Themen-Talks. Ja, Nimmst du Landstraße oder Autobahn? Ich fahre hauptsächlich Autobahn. Also Landstraße ist auch nicht so naturgetreu ausgebildet. Ja, aber bis nach Straßburg, also da musst du viel über die A4 wahrscheinlich, ne? Oh Gott, du kannst Fragen stellen. Soll ich das jetzt auch nochmal nachgucken? Ich weiß gar nicht, auf welcher A ich bin. Ich bin ja selber, das wissen ja ganz viele nicht, ich bin ja selber Hobby-Trucker und habe eigentlich immer so ein eingebautes Navigationsgerät in meinem Truck und weiß immer ganz genau, wo ich hinfahren muss und so. Das ist kein Problem. Du fährst wirklich Truck? Nein. Nein, gut, dass wir jetzt geklärt haben. Mit dem Finger über die Landkarte oder so. Okay, alles klar. Sonst hätte ich dich jetzt gefragt, ob du den Euro Truck Simulator 2 auch spielst. Nein. Ja, okay. Ein guter Simulator übrigens. Ich mache ja viel Scheiß auch auf meinem Kanal, ja. Aber der Euro Truck Simulator 2, der ist echt gut. Aber wir reden jetzt über dich, haben wir gesagt, ja. Apropos zwar, Scheiß. Genau, apropos Scheiß, da fällt es mir ein. Großartige Überleitung. Ja, hervorragend. Marv, wunderbar, ich muss gar nichts machen. Ja, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor und deinen Kanal, das wäre eingangs schon mal ganz gut, damit die Leute wissen, was du bist und wer du bist und wo du bist. Ja, Marv Zockt, YouTube, einfach mal eingeben und könnt ihr vorbeischauen. Und ich mache auch Let's Plays und jetzt im Moment im Dezember, da ja noch Weihnachten ist, könnt ihr heute theoretisch bei mir noch das letzte Türchen sehen vom Adventskalender. Und zwar, ich habe jetzt so einen Let's Play Adventskalender gemacht, wo ich jeden Tag ein neues Spiel vorgestellt habe. Bisschen Abwechslung, bisschen immer was anderes. Bis zu welchem Tag geht das? Bis zum 24. Ja, das wird nicht hinhauen, weil die Folge, glaube ich, läuft am 2. oder am 1. Weihnachtsfeiertag. Da werden sie zu spät kommen. Ja, okay. Aber dann habt ihr es verpasst. Ja, aber sie wissen jetzt zumindest, dass es das gab. Das ist ja auch schon... Genau, dass es das gab. Und das ist halt sehr abwechslungsreich gewesen. Und ja, es ist halt mal ein bisschen was anderes. Das normale Let's Play, das läuft ja auch überall rauf und runter bei jedem Kanal. Ich habe da zwei Jungs, mit denen ich immer was zusammen mache. Da machen wir viel Borderlands zum Beispiel. Und sind da immer viel aktiv unterwegs und so ein bisschen Abwechslung mit anderen Spielen ist natürlich auch gegeben. Das mache ich jetzt. An was ich mich jetzt erinnern kann, du hattest immer mal den Demo-Dienstag, gibt's den noch? Der soll jetzt wiederkommen, ja. Okay, weil du hast immer schon, das ist immer schon auch immer aufgefallen, so ein bisschen was anderes drin auf jeden Fall. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, ich versuche mich immer so ein bisschen abzuheben, was auf YouTube nicht besonders leicht ist.
Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Das ist, also du machst das ja auch mit deiner, du machst ja, glaube ich, eigentlich keine wirklichen AAA-Titel, sondern spezialisierst dich mehr auf solche Simulatoren und solche Sachen, die ja auch ankommen und auch definitiv ihre Fanbase haben, aber halt nicht ganz so, apropos Simulator, ne, Bauern-Simulator, nicht so abgefarmt sind, wie man so schön sagt, wie manch anderes Genre. Also wenn ich mir jetzt überlege, Far Cry zum Beispiel oder Dishonored oder solche AAA-Titel, die rauskommen, die macht ja jeder. Ja, das ist das Problem, was wir haben. Wir relativ kleine noch, ja. Also da hast du, Moment, ich muss... Du kannst es ja im Nachhinein anschauen, das Video. Da habe ich jetzt fast die Ausfahrt verpasst. Das ist immer das Problem. Der Navi ist ein bisschen scheiße. Also, der wo zeigt, bist du denn gerade? Ich bin gerade nebenbei so auf Google Maps angucken, wo du gerade fahrst. Moment, ich bin gerade vor allen Dingen in einer Kurve. Das heißt, ich kann gerade nicht die Hand wegnehmen und kurz Escape drücken, aber gleich haben wir es. Was steht denn da oben? Es geht hier Richtung Mannheim jetzt. Ich muss auf die Karte gucken. Richtung Mannheim? Wo bin ich denn überhaupt? Richtung Mannheim? Das ist ja... Ja gut, das ist... doch, es ist schon Richtung Mannheim. Aber ich bin jetzt hier, glaube ich... ist das Luxemburg? Ich glaube, das ist... Nee, oder Moment mal, Straßburg? Straßburg ist... ist doch Frankreich. Oder ist das Belgien? Ich bin verwirrt. Warte mal. Ich bin jetzt direkt auf... Es ist Frankreich. Straßburg ist Frankreich. Ja, ja. Ich bin gerade an der Grenze zwischen Luxemburg und Frankreich anscheinend. Und da gibt es wohl eine Autobahn, die Mannheim anzeigt. Frag mich nicht. Das ist nicht originalgetreu, glaube ich. Ich weiß, ja, ist ja in Ordnung. Ich weiß nicht, ob an dieser Stelle schon Mannheim angezeigt wird. Keine Ahnung. Ich pflege in diesem Moment immer den Witz zu sagen, es gibt ja keinen Grund, nach Mannheim zu fahren, außer den vielleicht Xavier Naidu umzunieten, ja? Oder mit dem Truck zu überfahren. Aber das habe ich auch schon revidiert. Bei Voice of Germany kommt da eigentlich ganz sympathisch rüber. Zurück zu deinem Kanal. Du versuchst immer, von deinem Kanal abzulenken. Mach doch mal ein bisschen Werbung. Habe ich ja. Ich habe ja schon ein bisschen was erzählt. Ach ja, wir waren bei den AAA-Titeln, gell? Genau. Genau. Also ich habe es auch ein paar Mal versucht. Momentan habe ich da keinen Bock drauf. Wir relativ kleine, klein sind wir schon noch. Also ich glaube, ab 10.000 kann man sich Mittel nennen oder sowas. Und da hat man keine Chance gegen die ganz Großen mit den AAA-Titeln. Egal, wann du damit... Ja gut, wenn du eine Woche vorher rauskommst vielleicht, ja. Aber das ist ja nicht so einfach, weil das ist ja eventuell mit einer Sperre versehen dann. Da richtig, gibt's Ärger. Das trifft ja auch die Größeren. Also die können ja auch da theoretisch ihre Strikes bekommen. Außer wenn man jetzt zum Beispiel, das haben einige von, ich glaube von Game Insight und von TGN und so, die haben da manchmal ganz gute Deals, dass die zum Beispiel irgendwie Far Cry 3 zum Beispiel früher raushauen konnten. Ja klar, Gronkh hat auch so eines, als einige oder andere schon vorab offiziell auch. Oh, bremsen! Ich bin hier gerade an der Mautstelle. Oha, das hörte sich knapp an. Naja, es geht noch. Ich bin so deswegen ein bisschen erschrocken, weil ich auch zurzeit den Citybus-Simulator München geletzplayt habe. Und da hat die Bremse in der Grundeinstellung, die war eine Katastrophe. Also da hast du einen Bremsweg von 500 Metern, was ziemlich scheiße ist, weil die Weitsicht nur 400 Meter weit geht. Ja, also das ist echt ein Albtraum. Was ist denn jetzt los hier? Kann ich da jetzt nicht bezahlen oder was? Lassen die mich jetzt nicht rein? Doch. Okay, ich muss noch ein Stückchen vorfahren. Ach, meine Fresse, ey. Du müsstest meinen LKW mal sehen. Den habe ich gepimpt jetzt erst vor ein paar Folgen. Vorbild war der Coca-Cola-Truck und ich wollte eben so richtigen Bling-Bling-Truck haben. Ich habe vorne so viel Lichter hingebaut, wie überhaupt nur ging. Ja, das schaut aus wie ein fahrender Weihnachtsbaum. Ah ja, aber super. Das musst du dann vielleicht mal angucken. Ja, so. Das mache ich auf jeden Fall. Hast du ihn ein bisschen tiefer gelegt oder bleibt es so weit oben? Nee, tiefer gelegt habe ich ihn nicht. Ich spare auch auf einen stärkeren Motor natürlich und so. Und man kann den dann natürlich schon auch so motormäßig und reifenmäßig noch pimpen und so. Das wird schon noch alles kommen, ja. Also hast du auch so ein Schild, wenn man vorne in den Truck reinguckt, so ein Schild, wo Harald draufsteht? Du wirst lachen, ich habe sogar zwei Schilder vorne. Auf dem einen steht Harry und rechts steht Mone, meine Frau. Ah, super. Weil die fährt ja auch manchmal mit und man kann da zwei Schilder reinbauen. Und kostet zwar 150 Euro, ist ein bisschen teuer, finde ich, aber ja, das habe ich mir gegönnt. Das ist ja, ich hab gesehen, wie sie ihre Fahrkünste unter Beweis gestellt haben. Alle Leute haben ja darauf hingewiesen, dass Mone unbedingt fahren soll. Also... war schon nicht schlecht für den Anfang. Ja, das ist. Sie wird wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal fahren müssen, fürchte ich. Müssen, ja. Das Volk ist anders nicht mehr zu befrieden. Ja. Es ist schlimm. Ja. Die fragen ganz hart. Mittlerweile schon nach dem Kanal, den Mone hat. Wahrscheinlich, weil sie weg wollen von mir. Jetzt muss ich gerade mal hier diesen scheiß Tanklaster überholen. Das ist natürlich jetzt eine Frage, die mich auch brennend interessiert. Hat Mone denn einen eigenen Kanal? Naja, Mone hat einen Account, ja. Aber kein Kanal, ja, nein. Nee, sie wird jetzt Weihnachten eben auch, das ist jetzt auch schon gelaufen dann, wenn das hier gesendet wird quasi,
macht sie mal ein kleines Let's Play alleine. Und dann schauen wir mal, wie das ankommt, ob sie das weitermachen kann oder nicht oder soll oder wie. Und ansonsten ist das denn schon raus, wenn die Folge läuft? Wenn diese Folge läuft, war die erste Folge, glaube ich, schon. Oder sogar die ersten zwei Folgen, glaube ich. Ja, was hat sie gespielt? Das kann ich ja jetzt verraten, ja, weil es ja erst danach ist. Ich habe aber ganz wichtig gefragt. Das ist ja zeitreisemäßig hier, meine Güte, ey. Zeitreisegeschichte und Paradoxon und so. Conker's Bad Fur Day hat sie gespielt. Habe ich noch nie von gehört. Jetzt haust du die Fragezeichen raus, ne? Das gab es, glaube ich, nur fürs US Nintendo, bla bla bla. Es geht da um ein, ich glaube, dauerbesoffenes Eichhörnchen. Also ist eigentlich ein Spiel für Erwachsene, aber halt mit lustigen Eichhörnchenfiguren. Und mit Saufen und Drogen und was der Geier alles. Also so Jump'n'Run-mäßig. So ein bisschen wie Zelda, nur in böse. Mhm. So habe ich das jetzt von den ersten paar Minuten nicht gesehen, aber ich habe selber nicht gespielt. Nintendo ist immer so an mir vorübergezogen. Ja. Ja, das ist... Was hast du denn momentan? Was hast du denn gespielt? Habe ist Tetris. Tetris. Mhm. Mit Nintendo. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Muss ich vielleicht mal kurz eine Pause machen? Nintendo Game Boy oder nicht? Ach so, ja natürlich. Den ersten Game Boy noch oder was? Ja, den schwarz-weiß Game Boy. Ja, das stimmt. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, ob ich wieder schlafen muss. Nicht, dass mich auf dem Weg der Schlaf überrascht, weil ich gerade hier jetzt mal rausgefahren bin kurz. Ich drücke natürlich prompt wieder die falsche Taste. Mann, das ist nicht so einfach mit diesem Navi-Zeug. So, warte mal kurz gucken. Nächste Pause in 3 Stunden. Ich komme aber da locker an. Also, da fahre ich jetzt durch. Das könnt ihr vergessen, dass ich jetzt hier noch penne. Da fahre ich durch. Gar nicht so wichtig. Also. Nee, das wird eh überschätzt. Schlafen wird eh überschätzt. Ich meine, du unterhältst dich ja gut und wenn man, das fällt mir immer auf, wenn man nachts dann fährt und sich dann angeregt unterhält, dann wird man nicht ganz so schnell müde, dann übersteht man solche Sachen auch eher. Also wenn du dann alleine in deinem Beispiel zum Beispiel im Truck sitzt und dann irgendwie nur seine Musik hörst und dann einfach so kurz vorm einen Pennen da sitzt, das ist dann schon eine andere Herausforderung. Warte, ich muss mal kurz hupen. Schau, dass du reinkommst, du blöder Penner! Da ist frei! Blöder Trucker-Kollege, ja, blockiert hier die Auffahrtsspur. Dabei ist kilometerweit nichts zu sehen. So. Mach dir wieder Elefantenrennen. Nee, der war wohl auch gerade beim Pinkeln oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der jetzt gerade vor mir und hat mir die Auffahrt versperrt. Und da musste ich ihn jetzt mal kurz raushupen. Was hast du denn momentan noch für Let's Plays laufen? Sag doch mal. Borderlands habe ich gesehen, ja. Das ist genau, ja was im Moment, Größeres, im Moment ist halt nur Borderlands dran und mein Adventskalender, der jetzt ja natürlich gerade, wenn die Folge ausgestrahlt wird, vorbei ist. Und ansonsten ist im Moment noch nicht so viel geplant, wenn ich ehrlich bin. Jetzt so nach Weihnachten bin ich eher so ein bisschen ruhig. Und gehe die Sache ganz gechillt an und mache jetzt weiterhin Borderlands, dass es immer wieder regelmäßig kommt. Und ich muss mir noch überlegen, was ich mache. Ich hatte jetzt im Adventskalender so einige Sachen drin, die sehr gut angekommen sind. Besser als andere. Also durchweg ist der Kalender sehr gut angekommen. Aber es gab halt Sachen, die halt wirklich herausgestochen sind, wo Leute sagen haben, das musst du Let's Playen, sowas wollen wir sehen. Und dann bin ich jetzt halt im Überlegen, ob ich eins der Spiele dann einfach aufgreife und dann da weitermache. Das ist ja das Problem beim Let's Playen. Man muss ja wirklich, wenn man anfängt, auch erstmal rausfinden, was man machen kann, was auch was bringt. Das ist ja sauschwer, weil es kaum mehr Nischen gibt. Ja? Ich glaube, das ist sowieso vorbei. Ich glaube, alle machen alles. Du kannst... Also irgendwann wird wieder sowas kommen wie Minecraft, was irgendwie alle mitreißt. Das wird irgendwann kommen und dann musst du Dusel haben, das gerade erwischen. Ja? Das wird kommen irgendwann. Man weiß nicht wann. Ja? Also es wird, glaube ich, nicht der Euro-Truck-Simulator 2 sein. Aber es wird nicht so sein wie früher. Wenn du überlegst, Gronkh hat damals angefangen mit der Alpha-Version von Minecraft. Er hat mit Minecraft angefangen. Das war neu, das war total interessant. Und er war mit einer der Ersten, der die ganzen Videos gemacht hat. So, heutzutage überleg mal, wie viele Let's Player jeden Tag ihren neuen Kanal aufmachen. Das stimmt schon. Es ist auch das Problem, wirklich aufzufallen. Das ist wirklich ein brutales Problem. Das trifft uns ja. Wir sagen ja von uns selber, wir sind kleine YouTuber, aber wir haben ja, also wenn du überlegst, 6.000, 7.000 Abonnenten, 5.000 Abonnenten oder so, wenn da jemand sitzt, der irgendwie, weiß ich nicht, 200 Abonnenten hat oder so, der denkt so, boah, ja, Wahnsinn. Bei so vielen, dann wär für mich super, dann wäre alles in Ordnung. Aber ich glaube, das ist total... menschentypisch, dass du immer mehr willst. Du kommst an eine gewisse Hemmschwelle und sagst, jetzt mache ich hier so, weißt du, 500 Abonnenten oder 1000 Abonnenten, super. Und dann bist du bei 1000 Abonnenten und es steigt ganz langsam weiter und irgendwann willst du trotzdem mehr. Das ist nicht, weil man gierig ist oder so, sondern weil man sich als Mensch immer verbessern möchte, glaube ich. Ja, deswegen ist der Mensch ja auch irgendwann zum Mond gekommen, ja.
Ja, und das wird nicht der letzte Planet sein, wo sie draufkommen. Ja, und nicht der Delfin, ne, zum Beispiel. Ja, die Delfine, die sind ja alle schlau, aber stinkend faul. Bitte? Großartiger Vergleich übrigens. Ja, natürlich, die sind sauschlau, aber halt stinkend faul. Ja, außerdem, sie haben keine Hände. Das geht ja gar nicht. Also, die Delfine, die haben total verloren auf jeden Fall.